Bloodborne Folge 78. Na toll, Martin. Schau mal, wo wir jetzt sind. Auf 10 Fiolen unten. Das haben wir so viele weggeschmissen? Ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen jetzt mal kurz eine Farmrunde einlegen. Because otherwise, this boss battle. Wohin ist denn? Zur guten alten Farm. Zur Trollbrücke? Ja. Das werde ich tun. Ja, dann. Wir haben in der letzten Folge diesen, wie heißt der, Märtyr-Dingsbums? Logarius. Logarius angegriffen. Mit, wie sagt man? Mit ohne Plan. Ja, jetzt haben wir aber, wir waren im Endeffekt des Recon-Squad. Und jetzt haben wir genug Intel nach Hause gebracht, damit, wie sagt man, wir jetzt Surgical Strikes. Ja, also ich war ja der Recon-Squad. Ja. Und du kannst jetzt alles richtig machen. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch nochmal, wie wir hier ganz mal auch im Spiel Sachen farmen. Das kann ja keiner wissen. Wir sind ja direkt krass, aus der Pause gekommen, die Ladezeit war ja vorbei. Ja. Und dann steht da 10. Das weiß ja, kann man ja nicht wissen. Das weiß ja keiner. War krass, dass wir schon wieder so viel verbraucht haben. Sind wir in der Zwischenzeit so oft. Wir hatten mal 99, oder? Mhm. Das war Pre-Patch, dass man halt mehr als 99 haben konnte. Kann man jetzt nicht mehr? Irgendwo ist so hier diese fette Spinne an der Wand. Jetzt kannst du mehr, also noch mehr haben. Noch mehr? Ja. Ah. Ja, dann sind die nächsten 17 Folgen ja schon mal geklärt. Hallo, was ist denn da los? Nur so von oben auf die Mütze. Und ein Kiesel. Deswegen waren wir hier übrigens. Sterben die. Relativ schnell. Na toll. Was ist denn da jetzt los? Kriegen wir von denen jetzt nichts mehr? Werden wir gleich sehen. Das wäre ein bisschen scheiße. Cheesy. Die haben immer 2 bis 3 gedroppt. 2 ne? Eigentlich. Schauen wir mal. 3. Okay. Das geht doch. Ja, hast du schon 16. Das ist unten noch die dicken. Dass der jetzt oben nichts gedroppt hat, der Sack. Die Sau. Echt mal. Nehmen wir hier noch Kugeln den mit. Rollstuhlmann immer auch mitten. Auf keinen Fall lassen wir den leben. Nee. Da müsste ich hier genug haben. Der fällt mir wieder ins Kreuz. Das macht der immer. Ja, Molly. Molly, Molly, Molly. Super Tolly. Ich habe in der Pause an meinen Item-Texten geübt. So. Blood. Konntest du jetzt direkt hingehen mit 20? Ja. Geiler Scheiß. Dann darfst du auch in der Bibliothek halt nicht so einen Quatsch machen wie ich. Ja, jetzt gewinne ich halt einfach. In der Bibliothek war auch das große Schwert besser. Ja. Ich glaube, ich kämpfe aber gar nicht da. Ich laufe da durch. Das dauert mir zu lang. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist zu hoch, dass ich da Mist baue und das Zeug dann verliere. Auch schon ausprobiert. Ja, einfach durchlaufen. Geht ja ganz gut, muss ja nur schräg durch zur. Leider. Was wir eigentlich auch noch machen könnten, ist mal, wenn wir jetzt nochmal auf die Fresse kriegen, die ganzen Konserven aufbrechen und uns nochmal aufpumpen. Ja, schon, obwohl ein Level ist kein großer Unterschied. Dem werten Herren mal ordentlich die Meinung geigen. Zu geigen. Wo war das? War das hier? Ich glaube, gucken wir mal. Nee. Nein, ganz oben sind die direkt. Genau. Cranehurst. Nach welchem System das eigentlich angeordnet ist? Sind das hier so optionale Dinge? Ich weiß nicht, ob das optional ist, kann sein sogar. Das sind halt auch diese versteckten oder optionalen Orte, das eine. Das andere sind halt diese Zugangsorte und das davor sind Standard-Wegpunkte, glaube ich. So wirkt es so ein bisschen. So. Also in der ersten Phase, das erste Drittel, da wird er auch unterbrochen durch normale Angriffe. Okay. Also auch durch die schnellen, das war ganz praktisch. Hatte dann später aber keinen Bock mehr drauf. Nee, später hat er sich durch die Angriffe und auch durch die schweren eigentlich nicht mehr besonders beeindrucken lassen. Okay.
Da hebt es mir das Röckchen. Run! Au, au. Blöd ist, wenn ich keine Ausdauer habe, falle ich da runter, oder? Nee, doch nicht. Das wäre richtig mies. Ist das nicht so? Wüsste ich jetzt nicht. Wie lange geht denn diese Scheiße hier eigentlich nicht weg? Weiß ich nicht, die hätte ich auf dem Kika jetzt. Dein Arsch kommt auf meine Liste. Die merke ich mir vor. Jetzt falle ich eh runter. Das wäre ja auch gar nicht weiter schlimm. Doch, ein paar tausend liegen da schon beim Boss. Ja? Naja, bestimmt. 8 oder so, oder 10. Nee, okay. In dem Dreh. So wenig nicht. Wie halt sonst dieses kleine Schwert da drin steckt. Ja. Das ist ein bisschen nicht so effektiv. Ja, das ist halt wie so ein Display-Case. So. Wir könnten natürlich das Ding auch noch hier, wenn da so ein Typ rumsteht, kann man den auch bestimmt mit der Glocke auch so Verstärkung holen. Aber wo kämen wir denn da hin? Höchstens so, nach 7 Folgen. Wir kurz nochmal die Hände abwischen, weil die verschwitzt sind. Ich hoffe, ihr dankt mir für dieses gruesome Detail. Und dann geht's einfach mal los. Das ist schön gemacht, fand ich. Und es gibt ihm Saures auf. Sehr gut. Das hat geklappt. Da geht doch. So machst du es einfach. Ja, guck, hab ich. Au! Okay. Aber schön. Das findet der nicht so lustig, ja? Hast du Clive Barker's Undying eigentlich mal gespielt? Nee. 2001? Nee. Ich habe einen Podcast drüber gemacht. Und das zu. Was hast du aber. Nee, also ich hatte einen Gast da, der es erklärt hat. Das war Fabian damals. Können wir jetzt bitte mal aufnehmen? Ist das das? Als ich das nämlich. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist das Spiel. Und dann habe ich gedacht, so, nee, das war von 2001. Ich dachte, das kann nicht so lange her sein. Ich stehe da blöd. Mhm. Stand so ein Pfosten hinter mir. Aber man kann ihn staggern, gut. Sag ich mal 17. Das soll ich auch ganz cool sein. Ja, also von dem das Konzept fand ich auch ganz. Die Story soll auch ganz cool sein. Und wie kommst du da jetzt drauf? Ich habe das letztens gerade bei Kotaku gesehen. Irgendwie. Die haben so eine Liste von tollen Spielen oder so. Und da ist Clive Barker's Undying drauf. Das ist eine sehr umfangreiche Liste. 8000 Spiele, die mit C anfangen. Naja, nicht ganz so, aber es sind schon so Buchstaben immer so. Das sind halt Klassiker, also alte Spiele, die mindestens, 10 oder so Jahre alt sind? Oder okay. 15 oder so. Und da ist alles Mögliche dabei und da war es auch mit dabei. Okay. Pro Buchstaben sind ja schon so 20, 30 Titel. Na dann. Bei C war dann ungefähr 17 Spiele Command & Conquer. und dann noch ein paar andere, unter anderem Clive Barker's Undying. Das machen wir dann wahrscheinlich danach, nachdem wir Dings gespielt haben, Call of Cthulhu. Ja. Mann, ich will dich auch noch um den spielen. Au. Kann sein, dass dieses Blasrohr überhaupt keinen Schaden macht. Das ist nur, schau mal, das zieht immer nur Ausdauer ab. Ein bisschen auch, guck. Nicht so viel, aber es unterbricht dich halt an dem Kampf, ist es halt mies manchmal. Ja. Im Leiterklettern ist das völlig in Ordnung. Du könntest natürlich von diesen ganzen Blutkonserven auch Blutviolen kaufen. Das ist halt so eine Pay-to-Win. Wie brauchst du die nochmal? 600? So eine Pay-to-Win-Attitüde. 600 Seelen? Ja, Echos? Das sind zwar inzwischen nicht mehr viel. Ja. Kann man hier denn eigentlich den Sturz irgendwie abfedern, weil man immer ein bisschen Schaden kriegt? Das finde ich nicht so geil.
Wenn du genau vielleicht aufs Geländer springst. Ja, genau. Das ist nicht ganz so tief. Danke. Captain, super Tipp. Das hätte klappen können. Du hast eben gar nicht links aufgesammelt, ne, als du gestorben bist, oder bevor du gestorben bist. Die was? Die Blutechos, die da oben rumlagen. Ach, fuck, ja. Hab ich auch nicht dran gedacht. Ah, shit. War so nervös. Jetzt liegen da eh nur, was, 1600 oder so ein Quark? Ist auch wurscht. Ich versuche jetzt mal den... Ja. Formulieren wir eine Taktik. Ich muss den Angriff hier machen, wenn er seinen Scheiß da gerade auflädt. Und damit richtig staggern. Ja, vielleicht sackt er dann zusammen oder so, man weiß es ja nicht. So ein bisschen wie beim Fußball, man weiß halt vorher nicht, ob der zusammen sackt oder nicht. Guck, so trifft ihn nämlich. In der ersten Phase. Au! Wir haben uns abgetastet. Du hast ein bisschen mehr getastet als du. Das ist ein Fummler. Autsch. Oh, das war knapp. Du bist übrigens Kopf zum Abgrund, ne? Fuck! Stop doing that! Wie schmerzhaft schon so ein so ein Totenkopf ist. Aber geil, 1600. Bausporverdruck. Ist der unten? Ja! Au! Nein. Du lebst noch, oder? Nee. Tot! Gestorben. Ich glaube, ich level mich jetzt ein bisschen. Ouch. First you don't succeed. Cheat. Der ist hart. Die Leute haben uns ja gewarnt, dass hier der Boss voll hart ist. Ja? Der ist in der Tat nicht ohne. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass man den mehr in den Nahkampf locken kann. Ja, der ist recht mobil. Dann geh doch erst farmen kurz. Das müsste ja hinkommen. Und dann haben wir ja noch ein paar Seelen mehr, ein paar Blutechos mehr. Vielleicht ist es nicht genau das Zünglein an der Waage nachher. Also du meinst jetzt erst nochmal zur Brücke gehen, genau, oder was? Oder eh hinwollen, wenn wir nur 12 Fionen, ja. Bevor wir zu viel ausgeben, dann, wenn wir das einmal gemacht haben, die nächsten. Ist halt schwierig. Ich habe noch nicht ganz alle Angriffe durchschaut, und man versteht auch nicht, oder man sieht nicht sofort, finde ich jetzt noch, welchen Angriff er gerade macht. Ja. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, wenn man dann nah an ihm dran ist und dann kriegt er so eine ganze Salve rein. Das tut dann ganz schön weh. Obwohl gesagt, die erste Phase geht noch einigermaßen. Danach hat er keine Lust mehr. Aber gut, das hat man gut erkannt mit diesem Schwert, was da am Boden steckt. Ja. Wenn man das zerstört, das hat es wenigstens mit diesem Schwertregen ein Ende. Das war schon ein bisschen nervig. Und ja. Was soll man da sagen? Tja, so sehe ich das auch. Und? Falschen Angriff. Genau, auf den oben hier mal. Zack. Immer so von oben auf den Raben. Schön in den Mann rein. Ja, ja, so ist das doch richtig. Moin. Ihr seid verflucht. Wir sind verflucht. Gucken sie blöd, ne? Das kennen sie von früher noch anders. Der von wieder. So legen sie nicht einfach wie früher halt in der Schule auch, wenn ich vorbeikomme, gleich das Pausenbrot ja. Geld schon hin. Sie haben es doch jetzt oft genug erlebt. Wie oft noch? Immer einer glaubt, der kann noch zurückschlagen. Pausenbrot aber das. Ja, das mache ich jetzt in der Arbeit immer noch. Gib mir dein Pausenbrot immer. Gib mir dein Pausenbrot. Aber warum will man das denn? Was will man denn mit den ganzen Pausenbroten? Voll viele Brote haben. Dann ja lieber, weiß ich nicht. Genau du. Ich dachte, der hätte es schon gehabt.
Einer muss immer aus der Reihe tanzen. Ja, das reicht immer so. So, jetzt haben wir hier einmal Kohle eingesammelt. Das ist aber ein bisschen wenig. Bisschen wenig. Ach Mann. Tja. Jetzt gehen wir nochmal leveln. Und dann Wider in Text. Noch Brocken haben wir nicht, oder? Für die Werfwaffe aufleveln? Können wir mal gucken. Ich glaube aber schon. Haben wir nicht in der Zwischenzeit welche eingesammelt? Wir hatten noch welche eingesammelt. Dann haben wir darüber gesprochen, wie cool es ist, dass wir jetzt genug haben. Ich glaube, wir haben danach nichts gemacht. Möglicherweise. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären, dass sowas in so einem Let's Play, in dem es so ein aufmerksames Leistungs-Gaming ist. Wir könnten dann noch beim Bosskampf die Pistole weglegen. Obwohl, nee, du hast ja einmal gestaggert. Naja, ich fand das eigentlich so, wenn man das öfter hinkriegen könnte, vor allem wie viel Schaden der gekriegt hat von dem Dings, von dem. Ja, so 20% oder so. Guck mal, das geht sogar. Ja, guck. Ja, dann haben wir jetzt praktisch ja schon gewonnen. So. Bessere Waffe und jetzt noch. Jetzt gehen die gar nicht mehr kaputt. Was ist denn eigentlich hier noch? Jetzt haben wir die besten Blutedelsteine aller Zeiten. Was war es eben schon mal, auf den wir ausgerüstet haben? Ja, genau der. Nahe Tod. Nur beim nahen Tod haben wir 3,6% mehr. Schön. Sonst noch. Ja, schau mal kurz. Stumpfer Angriff. Das wäre die dicke Waffe. Wäre 12,6% nur mit der einen Variante. Das will ich immer nicht. Geh mal durch, 120, dann sieht man, ob es blau wird irgendwann. Da war es eben das blau. Das war nur unseres. Ja, das ist wieder das mit der stumpfen Waffe. Was ist hier noch? Da ist irgendwas blau geworden. Mit dem Stumpfen auch. Ja. Stumpf ist Trumpf. Nee, und hier, oh. Oh. Hä, was macht der? Blutfärbung skalieren. Weißt du denn, wie der Blutfärbung das funktioniert eigentlich? Wie meinst du? Ja, was macht das genau? Was heißt jetzt Blutfärbung skalieren? Na, das macht ja nicht mehr Schaden, als vorher steht jedenfalls nicht da. Vielleicht, weil unsere Blutfärbung so gering ist? Das weiß ich ja nicht. Da steht doch eh, genau, ist prozentual, aber die gucken mal kurz auf die Waffe. Ach so, weil die skaliert eh nicht mit Blutfärbung, glaube ich. Deswegen ist prozentual von 0. Achso, warte mal, dann nehme ich das hier raus. Weil ich glaube, guck mal hier, da steht doch irgendwo. Jetzt ist es EE ja. Und sowas 0E. Das war dann, wenn ich jetzt aber jetzt. Achso, es geht von E wenn auf. Wenn ich es in die Pistole rein tue. Ach, das. Von B auf A. Wir haben zwei, da passen eh schon mehrere rein. Der andere würde aber auch reinpassen, von daher brauchen wir gar nicht den nehmen, dann können wir das doch in die andere Waffe tun. Achso. Okay. Weil. Stand denn da, dass es was bringt, gerade eben bei der Pistole? Bei den Schadenswerten? Keine Ahnung. Ach, ist doch alles auch egal. Egal. Vom Dach fällt, ist jetzt eh keine Sau. Touché. So. Kommen wir nun zu der großen Touché. Blutkonserve. Fangen wir mal mit der kleinen an. Ja? Ja, ja, natürlich, ich möchte wissen. So. Schlaf uns da langsam hoch. 305, das lohnt sich der Zeitaufwand eigentlich gar nicht. Schon ein bisschen frech. In der Zeit könnte ich mir die aus dem Internet bestellen. 1000. Schon besser. Stehe ich nicht mehr für auf. Da. Mehrfach verwenden. Ja, natürlich. Ja. 6 Stück. Ja, 1200 pro. Das Verwerfen gemacht, oder? Das war's. Ja, das habe ich vorhin auch gemacht. Blutechos verworfen. Aber. Müssen wir nicht nochmal machen. Kann ich dann nur 3 auf einmal nehmen? Nur 3 hat es davon. Ich hatte 6. Oder war das nur die Qualitätsstufe? Das war die Qualität. Ah, okay. 5 davon. Okay, das waren 10. 2000 pro. Die nächsten können vielleicht 2500 machen. Müsst ihr alle verwenden? Oder nur 1 oder 2, um die zu leveln jetzt? Ich nehme da jetzt mal Level alles. Mal. Aber wir kriegen kein neues Level mehr zusammen, von daher wäre es dann ja. Meinst du? Nee. Ja, dann würden die nächsten vielleicht 3000 machen und dann 5000. Dann kommen wir zusammen irgendwie auf 12.000 oder je nachdem wie viel. Das macht halt den Angriff hoch. Vitalität. Ich habe 30 Hitpoints mehr. Ich will die Kanone haben. Bam! Ich will mehr Cannon Power haben. So, und jetzt haben wir 3. 3500. Wie viel gibt da ein so ein Ding?
Das nächste wahrscheinlich 3000 oder vielleicht 10.000. Nein, wir haben zwei von denen. Also wir kommen vielleicht auf 13.000 mit denen oder sowas. Ja. Ja, das, eben gab es 2,5 das letzte oder so. Das nächste vielleicht 3.000, danach, wenn man hochrechnet, 4 oder 5. Also du kommst höchstens auf 10.000 oder 15 höchstens. Das heißt, wir kriegen keinen Level mehr zusammen. Okay. Also laufe ich jetzt nochmal in den Meat Grinder, da wollen wir uns das für die nächste Folge aufsparen. Ja, wir können ja mal den Grinder mal zwischendurch machen. Nee, ich meinte, soll ich nochmal in den Bosskampf reinlaufen oder soll ich nochmal... Wie haben wir es denn? Das machen wir in der nächsten Folge. Ich glaube, in der nächsten Folge. Kannst du schon mal hingehen und damit die Ladezeit den Leuten erspart wird? Ich kann aber schon mal in der Zwischenzeit... Nein, hier, was? Und jetzt? Wir können ja schon mal nochmal farmen in der Zwischenzeit. In der nächsten Folge sind wir dann mit etwas besser ausstaffiertem Kram noch beim Bosskampf. Bis dann. Ciao.